Ich begrüße unsere Zuschauer. Ich begrüße Herrn Professor Günther Schulz, Herrn Professor Boris Gehlen und Herrn Professor Ingo Köhler. Wir haben eine Veranstaltung zur Vorstellung eines sehr interessanten, sehr schönen Buches, Die Entstehung der modernen Sparkasse. Es ist ein Buch herausgegeben von Günther Schulz, der als erster das Buch ein bisschen vorstellen wird. Es enthält 13 Kapitel ungefähr gleicher Länge, insgesamt 370 Seiten und geschrieben von 17 Autoren, also in einigen Fällen Autorenpaaren, über einzelne Teile der Thematik, wie sich die Sparkassen von einer traditionellen Ersparnisanstalt zu modernen Unternehmen entwickelt haben. Ganz kurz zur Person unseres ersten Sprechers. Herr Günther Schulz ist emeritierter Professor der Universität Bonn, wo er das Institut für Geschichtswissenschaft, Abteilung für Verfassungs-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte geleitet hat. Vorher war er an der Universität zu Köln und davor an der Technischen Universität in Dresden und hat in Bonn seine akademische Ausbildung gemacht, wo er dann jetzt lange Jahre tätig war. Forschungsschwerpunkte von Herrn Schulz sind Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und darunter natürlich auch der Aspekt Kreditwirtschaft. Über die Publikationen auf diesem Gebiet habe ich ihn schon kennengelernt. Herr Schulz, Sie sind dran. Und ich erteile Ihnen hiermit das Wort, aber ich sage vorher noch kurz zum Ablauf. Wenn die Vorstellung von Herrn Schulz vorbei ist, werde ich Herrn Köhler bitten, ein paar Worte zu sagen und eine kurze Präsentation zu machen über den Bereich Marketing der Sparkassen und dann anschließend Herrn Professor Gehlen aus Stuttgart über die Internationalisierung als einen Aspekt des Sparkassengeschehens. So, jetzt sind Sie dran. Vielen Dank, Herr Schmidt. Vielen Dank auch für die freundliche Vorstellung. Meine Aufgabe ist es, den Band kurz vorzustellen und in die Thematik in umfangreicherer Weise, also im Überblick einzuführen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, für Unternehmen gilt hohes Alter als großer Vorzug. Wer lange am Markt ist, zeigt damit, dass er erfolgreich war und ist, dass er Krisen überwunden hat, nachhaltig arbeitet und somit für den Kunden vertrauenswürdig ist. Alter ist also ein Asset, namentlich fürs Marketing. Aber wenn man überlegt, welche wirklich alten Unternehmen es gibt, fällt einem kaum eines ein. Von ganz alten Unternehmen eigentlich nur die katholische Kirche. Immerhin, die Sparkassen haben eine rund 220-jährige Geschichte und stehen insofern nicht schlechter. Woran liegt das? Nun, ohne jetzt auf die katholische Kirche noch einmal zu schauen, für die Unternehmensgeschichte gilt, dass solche Unternehmen langfristig Bestand haben, die sich ändern, die flexibel, geschickt den Zeitläufen sich anpassen. Das haben die Sparkassen getan. Und die jüngste grundlegend wichtige Anpassung war der Übergang von der Ersparnisanstalt zum modernen Unternehmen. Von der pädagogischen Anstalt, als die Sparkassen gegründet worden waren, diese kümmerte sich vornehmlich um die kleinen Leute der Gemeinde, erzog sie zum Sparen und bot just für die kleinsten Sparbeträge die geeignete Organisationsform. Ursprünglich unter einem Rendanten der Gemeinde, das Geld wurde mündelsicher angelegt, überwiegend in Staatsfonds. Dies änderte sich seit der Gründung vor, wie gesagt, gut 220 Jahren über die Jahrzehnte hinweg in vielfältiger Weise. Doch der Durchbruch zum heutigen modernen Unternehmen, der erfolgte in etwa 3 Jahrzehnten bald nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist das Thema unserer Publikation. Genauer, es sind die 3 Jahrzehnte von etwa Mitte der 50er Jahre bis Mitte der 80er Jahre. Die unmittelbare Nachkriegszeit, die ersten 10 Jahre, die waren besonders geprägt, eine Phase sui generis.
Sparkassen mussten sich nach Kriegsende erst einmal neu aufstellen, würde heute sagen neu erfinden. Zu entscheiden war über die institutionelle Struktur, das Institutionengefüge nach dem Krieg, ob die Anpassung an die politischen Strukturen der neuen Bundesrepublik. Zu entscheiden war ferner über das Personal, die Folgen von Krieg, Kriegsverlusten, die Entnazifizierung, über die materielle Struktur, Wiederaufbau der Gebäude, Wiederherstellung der räumlichen Funktionsfähigkeit und so weiter. Und schließlich über die Arbeitsgebiete, die Geschäftsbereiche. Das musste wiederhergestellt werden. Sollte man traditionelle Hausbank der Kommune sein und sollte der Hypothekarkredit dominieren wie bisher oder etwas anderes? Solche Fragen bestimmten die Entwicklung für etwa 10 Jahre, also bis 1955 etwa. Wiederaufbau und Neubeginn, nun, das wäre ein eigenes Thema. Unser Thema ist eine grundlegende Transformation. Und wenn ich bitten dürfte, dass wir das Buchcover einmal sehen, dann ist dort versucht worden, mit einer Karikatur diese Transformation zum Ausdruck zu bringen. Sie sehen, da geht es um alte Zöpfe, in diesem Fall um den Einfüllstutzen einer Sparkassen-S-Spardose. Und da ist jemand dabei, einen alten Zopf abzuschneiden. Wir haben diese Karikatur gewählt, eben weil der Karikaturist gerade das Abschneiden alter Zöpfe thematisiert. Wenn man genau hinschaut, dann muss man sich wundern, wer da abschneidet. Denn das sind nicht junge Revoluzzer oder Revoluzzerinnen, sondern hier agiert ein älterer Mann, Ausrufezeichen, ein Herr mit Brille, schütterem Haar und Krawatte, und er verfährt offensichtlich mit Behutsamkeit. Insofern schien uns diese Karikatur nicht ganz ungeeignet, den Inhalt des Übergangs zum Ausdruck zu bringen, denn es sind 3 Jahrzehnte und in 3 Jahrzehnten passiert keine Revolution, sondern ein vielleicht in den Folgen revolutionärer Übergang, jedenfalls ein langer transitorischer Prozess. Vielen Dank für die Einblendung des Covers und wir können jetzt gerne wieder zurückgehen. In unserem Untersuchungszeitraum also vollzog sich eine grundlegende Transformation. Nachdem die Weichen für die Überwindung der Folgen des nationalsozialistischen Regimes gestellt waren, von Diktatur und Kommandowirtschaft, Krieg und Autarkiestreben, begann eine Zeit fortschreitender politischer Partizipation und sozialer Integration, der internationalen Verflechtung, in vielerlei Hinsicht eine neue Kultur. Für die Sparkassen verband sich damit, dass sie den traditionellen Charakter als Ersparnisanstalt mehr und mehr abstreiften und sich zu einem modernen Unternehmen entwickelten als Akteure am Markt, ebenso wie in ihrer Organisation und in ihrer Personalpolitik. Es war ein schwieriger Wandel, oft strittig, auch in den eigenen Reihen. Er wurde begünstigt und vielfach erzwungen von einem gewaltigen Aufschwung der Gesamtwirtschaft, der gern als Wirtschaftswunder etikettiert wird, aber natürlich kein Wunder war. Es war ein Prozess der Umorientierung. Herkömmliche Spezifika wie der öffentliche Auftrag und das Regionalprinzip blieben noch bestehen, aber daneben traten mehr und mehr Elemente der Konkurrenzwirtschaft. Es war eine Phase der Neuorientierung, in der man prüfte und ausprobierte, was von der traditionellen Sparkassenidee zukunftstauglich ist und welche neuen Elemente man aufnehmen müsste. Ende der 80er Jahre war bei der Austarierung von spezifischer Sparkassenthematik und allgemeinen kreditwirtschaftlichen Anforderungen ein neues Niveau, wenn Sie auch wollen, ein neues Gleichgewicht erreicht. Kurzum, nach der Überwindung der unmittelbaren Kriegsfolgen entstand langfristig etwas Neues, die moderne Sparkasse, wie wir sie heute kennen, und zwar nicht völlig neu, sondern als Amalgam von traditionellen und neuen Elementen. Die neuen Herausforderungen führten zu einer umfangreichen und multifokalen Modernisierung. Ordnungspolitisch das neue Modell der sozialen Marktwirtschaft, gesellschaftspolitisch allgemeine Sparförderung und Vermögensbildung zur Kräftigung von Bürgerlichkeit, insbesondere die Mittelstandsförderung, wirtschaftspolitisch weiterhin die Finanzierung des Wiederaufbaus und des Neubaus von Wohnen, Gewerbe und Industrie, öffentlichem Bau, Infrastruktur,
Hinzu traten die Zuwanderung aus Italien und Spanien, aus Jugoslawien und der Türkei etc., der Wandel von einer Bedarfsdeckungsgesellschaft, wie die Nationalsozialisten es ja häufig praktiziert hatten, zu einer stark bedürfnis-, einer stark konsumorientierten Gesellschaft. Ich nenne nur die Einrichtungswelle, die Reisewelle, die Motorisierungswelle. Ferner eine Neubestimmung der Rolle des Arbeitnehmers, der Rolle der Frau, der Rolle des alten Menschen durch mehr Partizipationsmöglichkeiten, mehr Beteiligungs- bzw. Mitwirkungsrechte und die fortschreitende Integration der Bundesrepublik in den Westen, in Europa und in eine umfangreiche Globalisierung, politisch, rechtlich, sozialkulturell und wirtschaftlich. Jeder dieser genannten Sachverhalte war zugleich eine Herausforderung an die Kreditwirtschaft. Wie man damit umging, dazu könnte man eine Enzyklopädie oder ein mehrbändiges Geschichtsbuch schreiben. Wir haben uns auf den Wandel der Sparkasse in der Bundesrepublik beschränkt, mit Ausblicken auf Internationales. Auf rund 370 Seiten in 14 Beiträgen untersuchen wir, welche Antworten die Sparkassen und ihr Verbund auf die genannten Herausforderungen gaben. Die Autorinnen und Autoren kommen aus dem In- und Ausland, vornehmlich aus der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der Finanz- und Kreditwirtschaft sowie von Business Schools. Dem Dokumentationszentrum des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes danken wir für die gute Zusammenarbeit, insbesondere ihrem Leiter, Herrn Dr. Thorsten Weber, der uns viele Anregungen gegeben hat, uns mit Rat und praktischer Hilfe bei der Quellen- und Literaturbeschaffung geholfen hat. Der Schwerpunkt der Themen liegt auf den Arbeitsgebieten der Sparkassen und Verbundunternehmen. Daneben war mir sehr wichtig, die politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Position der Sparkassen einzubeziehen, denn nur so lassen sie sich wirklich verstehen. Die Beiträge behandeln im Einzelnen die Grundlagen und Strukturprinzipien der modernen Sparkasse, deren Position in der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik, das Thema Geldwertstabilität, und das wird Sie vielleicht verwundern, weil es ja doch ein spezielleres Thema ist. Der Grund ist, dass sich die Sparkassen immer besonders für die Geldwertstabilität einsetzten, aus mehreren Gründen, natürlich auch aus Egoismus, aber auch aus pädagogischen Gründen. Es gab heftige Auseinandersetzungen, als die Rente 1957 einem neuen Modell verpflichtet wurde. Bis vorher war es ein Zubrot, sehr geringe Renten waren es. Nun wurde es Lohnersatz in der Höhe um sage und schreibe 60% angehoben und dynamisiert und damit dem Lohneinkommen parallel gestellt. Die Sparkassen fürchteten, die Menschen würden weniger vorsorgen, weniger sparen, wegen weniger eigenverantwortlich handeln. Das war eben innerhalb der Sparkassenorganisation umstritten. Und es hat sich dann gezeigt, dass das Sparverhalten selber nicht zurückgeht. Ob Mentalitätswandlungen stattfinden mit der Rente, das ist eine andere Frage. Den Wandel der Gesellschaft, als weiteres Thema eines weiteren Beitrags ist der Wandel der gesellschaftlichen Leitbilder und Mentalitäten, der Übergang von der Leistungsmoral zur hedonistischen Gesellschaft. In den Worten der Sparkassenorganisation, der Übergang vom Vorsparen zum Nachsparen. Nicht spare was, dann hast du was, sondern du kannst dir alles leisten. Weiteres Thema ist das Geschäft mit dem Mittelstand, wobei hier sehr stark der gewerbliche Mittelstand im Blick steht und weniger der im soziologischen Verständnis. Die umfangreiche staatliche Sparförderung, umfangreich in Instrumenten in der Höhe nicht so fürchterlich, obwohl es ja mehrfach ausgebaut wurde. Das Wertpapiergeschäft, das für die Sparkassen ja auch etwas war, wo sie aus sehr, sehr kleinen Anfängen auf die ganze Palette des Wertpapiergeschäfts sich ausgedehnt haben. Dann die Produkt- und Prozessinnovation der Sparkassen. Dann, ja, wenn man so will, die Entdeckung des Marketings durch die Sparkassen, der Produkt- und der Kundenkommunikation. Dies werden die beiden Autoren des Beitrags gleich kurz vorstellen, Herr Professor Ingo Köhler und sein Mitautor Herr Fabian Engel, der daran mitgewirkt hat. Ein weiterer Beitrag ist der Expansion des Filialnetzes gewidmet, wohlgemerkt der Expansion, also nicht dem, was wir im Moment erleben.
Ein weiterer Beitrag behandelt den Wandel des Verbundes, natürlich einschließlich des Aufstiegs der Krisen und der Landesbanken. Es wird ein Vergleich mit der französischen Sparkassenentwicklung angestellt und abschließend untersucht Professor Boris Gehlen die nationalen, europäischen und globalen Regulierungsregimes, was er ebenfalls gleich für uns kurz präsentiert. Die Beiträge reichen in etwa bis zu den 80er Jahren, manche greifen darüber hinaus, aber in den 80er Jahren war der Übergang der Sparkassen von der alten typischen Ersparnisanstalt zum modernen Unternehmen im Wesentlichen abgeschlossen, ohne dass sich freilich ein New Normal eingestellt hätte, denn ein Normal gibt es im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert in der Kreditwirtschaft wie in vielen anderen Branchen bekanntlich nicht. Ich kann und will die Ergebnisse des Bandes in der Kürze der Zeit hier nicht zusammenfassen. Das habe ich in einem einführenden Beitrag in den Band versucht. Aber ich möchte doch vier Bemerkungen kurz machen. Erstens, warum diese Analyse von historischen Prozessen? Weil der Übergang, die Transformation in den Nachkriegsjahrzehnten die Sparkassen umfänglich veränderte, modernisierte, zukunftsfähig machte und weil die geschilderten Sachverhalte die Identität dieser Säule der Kreditwirtschaft ausmachen, jedenfalls bestimmen. Die Austarierung von betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten und gesellschaftlich-kulturellen Anforderungen ist eine andauernde Herausforderung. Um Sparkasse zu verstehen und zu situieren, muss man dies kennen. Und wenn man davon nichts wüsste, wäre man wie ein Mensch ohne Gedächtnis. Er würde nur auf Anreize reagieren und wüsste sich nicht zu verorten und zu kontextualisieren. Zweitens, was kann man aus der Untersuchung lernen? Nun, wir stehen heute wieder vor gravierenden finanzwirtschaftlichen Herausforderungen. Ich nenne nur die fortschreitende Digitalisierung und die Krise des Filialsystems. Wir denken, so etwas sei neu. Mancher glaubt, es führe zum Ende ganzer Branchen. Tatsächlich finden wir ähnlich gewichtige Herausforderungen in der Vergangenheit immer wieder. Wer sich mit der Transformation beschäftigt, die wir hier untersucht haben, der sieht, dass es zum einen auch solch schwierige Situationen immer in der Vergangenheit gab und dass es immer wieder Möglichkeiten gab, Tradition und Transition abzuwägen und Wege zur Nachhaltigkeit zu finden, ohne dass ich damit einer billigen Parallelisierung das Wort reden wollte und einem kurzgreifenden Rezept, das aus der Geschichte abgeleitet werden könnte. Drittens, ein wichtiger Faktor solcher Nachhaltigkeit für die Sparkassen war und ist die Präsenz vor Ort, die wirtschaftlich-sozial-kulturelle unmittelbare Präsenz. Sie hilft bei der Risikoabschätzung, der Schnelligkeit der Entscheidung, der Marktdurchdringung. Sie trägt zur Intensivierung der Kundenbeziehungen, zur Selbsterstellung am Ort und in der Region bei. Viertens, schließlich zeigte und zeigt sich, dass bei den Sparkassen der Verbund ein wichtiger Faktor der Stabilität der Organisation ist, ein Faktor des Ausgleichs der Organisation und der Diversifizierung nicht nur der Tätigkeitsbereiche, sondern auch der Risiken und des Erfolgs. Diese wenigen Hinweise mögen genügen. Mehr finden Sie in dem Band. Und was wir heute machen, ist ja auch der Versuch, den Appetit, das Interesse am Lesen zu wecken. Mehr tragen die Autoren der Beiträge über das Marketing und über die Regulierung jetzt bei. Deshalb vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für meinen Überblick. Und ich gebe zurück an unseren Moderator, Herrn Schmidt. Vielen Dank, Herr Schulz. Das war sehr instruktiv, eine gute Einführung in ein gewaltiges Werk. Es sind wirklich 14 Beiträge, nicht wie ich vorhin sagte, 13. Die erste ist von Ihnen dieser Überblick. Es ist faszinierend, die unglaubliche Fülle von historischem Material und klugen Überlegungen darin zu lesen. Und man hat direkt den Wunsch, die nächsten 20 Jahre würden auch noch behandelt. Aber das ist die Aufgabe wahrscheinlich für ein neues Buch. Ich danke Ihnen auch insbesondere darauf,
dafür, dass Sie jetzt gerade zum Schluss noch mal den Verbund angesprochen haben. Ich glaube, ein interessantes Phänomen im Zusammenhang mit den Sparkassen ist die Tatsache, dass diese Organisationsform, die ja eher atypisch ist im Kreditgewerbe, dass diese deutsch-typische Organisationsform nicht nur im deutschen Finanzsystem lange überlebt hat und immer noch eine sehr, sehr starke Rolle spielt, sondern auch international insofern besonders ist, als es vergleichbare Strukturen in anderen Finanzsystemen nicht mehr gibt. Die sind nämlich in den letzten Jahren abgeschafft worden. Das muss an irgendetwas liegen. Und einer der Erfolgsfaktoren in meiner Sicht, ich würde gerne dazu auch noch viel mehr sagen, aber ich habe die Zeit nicht, ist ganz genau der Verbund. Der Verbund stellt eine Verbindung her zwischen den Sparkassen, die weitgehend lokale Sparkassen sind, und den regionalen Institutionen, den Landesbanken. Und die Landesbanken spielen bei dem, was wir jetzt als nächstes präsentiert bekommen von Herrn Professor Köhler, eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit dem Marketing und noch viel mehr nachher, wenn es um die Internationalisierung geht. Darf ich mal kurz sagen, Herr Köhler ist Geschäftsführer des Hessischen Wirtschaftsarchivs in Darmstadt und außerplanmäßiger Professor am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität in Göttingen, wo er auch seine erste Ausbildung mitgemacht hat. Er ist Unternehmenshistoriker und hat erstaunlich, eindrucksvoll viel publiziert. Ich habe mir das gerade mal angeschaut, zur Geschichte von Autos, Automobilbau, von Familienunternehmen und natürlich auch zur Kreditwirtschaft und sehr interessant auch zur Wirtschaftsgeschichte des Nationalsozialismus. Sie sind dran, Herr Köhler, um etwas über das interessante Thema zu präsentieren, was überschrieben ist mit die Hinwendung zum Market. Ja, vielen Dank, Herr Professor Schmidt, für die freundliche Vorstellung. Ich lade jetzt mal eben meine Präsentation hoch. Ja, ich freue mich sehr, dass ich im Rahmen dieser Veranstaltung gerade das Thema Marketing vorstellen kann, weil ich glaube, dass das, was der Professor Schulz eben schon angedeutet hat, die Anpassungsprozesse und Modernisierungsprozesse sich eben vielleicht gerade in dieser Entdeckung der Produkt- und Kundenkommunikation sehr, sehr deutlich niederschlagen. Den Beitrag, das möchte ich nicht unterschlagen, habe ich gemeinsam mit Fabian Engel von der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte verfasst, der auch mit hier an der Diskussion teilnimmt. Wenn es da also Fragen gibt, wird er vielleicht dann auch als Backup dann nochmal zur Verfügung stehen. Ich sage vielleicht etwas zunächst zu der Grundidee, warum wir oder wie wir diesen Artikel konzipiert haben. Ansetzen möchte ich mit einem Forschungsansatz der Institutionenökonomie, die wirtschaftshistorisch von Clemens Wischermann sehr stark aufgegriffen wurde und auf das Kommunikationsverhalten von Unternehmen konzentriert wurde, der uns angeregt hat, schon vor einigen Jahren die Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte vielleicht stärker als Kommunikationswettbewerb anzusehen, weil eben gerade die Konkurrenz um ein positives Image als Marktfaktor, um die Meinungshoheit, um die Wahrnehmung von Kunden, aber auch Stakeholdern, eben vielleicht ein ganz zentraler Erfolgsfaktor ist. Und ich finde immer, dass dieser Ansatz, gerade in unseren heutigen Zeiten, wo wir viel über Kommunikationsblasen und Kommunikation in sozialen Medien sprechen, vielleicht doch auch anregend für die Gegenwart sein kann, eben unternehmerische Strategie als Kommunikationswettbewerb neu zu denken. Und genau das war unser Ansatz. Es gibt in der marketinghistorischen Forschung seit einigen wenigen Jahren neuere Ansätze, die für die 1960er Jahre einen eigentlich generellen Umschwung hin zu einer kundenorientierten Unternehmensführung sowohl im Bankenhandels- als auch Industriesektor
vorfinden, eben in Reaktion auf die aufsteigende Massenkonsumgesellschaft, auf die differenzierten Kundenwünsche und zunehmenden Wettbewerb, der sich entwickelt. Die Forschung, das war unser Ansatz, ist aber noch nicht sehr, sehr breit verankert mit Einzelanalysen, sodass wir davon ausgehen müssen, dass wir sehr branchenbezogene Ungleichzeitigkeiten in dieser Fahrtentwicklung hin zu mehr Kundenorientierung haben. Und die Sparkasse war für uns genau in dieser Frage, was sind die Spezifika? Wie funktioniert letztendlich dieser Übergang zu einer Kundenorientierung ein lohnenswertes Forschungsobjekt? Warum gerade die Sparkassen? Nun, wir haben einige Spezifika gerade schon gehört. Hinzu muss man als Historiker, wenn man schon an das 19. Jahrhundert denkt und dann hinein in die 1920er Jahre, sicherlich noch einige Faktoren hinzufügen. Das erste ist der Berufsethos des Bankiers, der Werbung eigentlich eher als marktschreierisch und unseriös ansieht und die Diskretion und persönliche Beratung in diesem Vertrauensbereich des Sparens und des Geldanlegens und des Kreditierens in den Vordergrund stellt. Das ist also Punkt 1, dieser Ethos des Bankiers, den wir, glaube ich, auch heute noch im Umgang spüren teilweise. Gleichzeitig dann aber in den 1920er Jahren auch als Reaktion, ich sage mal als kartellartige oder regionalkartellartige Reaktion, das Werbe- und Wettbewerbsabkommen untereinander 1928 dann im Kreditwesengesetz 36 nochmal bestätigt, einfach zu sagen, wir machen keine Werbung, damit wir unseren gemeinsamen Markt nicht zerstören. Weiteres kommt von der Produktebene. Wenn wir an Marketing denken, ist natürlich neben der Werbung das Produkt, der Preis des Produktes ein zentraler Punkt. Auch hier haben wir eine Besonderheit, weil wir haben es ja mit immateriellen Vertrauensgütern letztendlich zu tun, wie wir das im Artikel nennen, nämlich Dinge, die letztendlich nicht physisch greifbar sind, sondern nur durch Verträge, durch Typisierung, Kategorisierung dann tatsächlich zu Produkten werden, was sicherlich für das gesamte Bankwesen ein Spezifikum ist. Und dann die Besonderheiten der Sparkassenorganisation, auch heute schon vielfach angesprochen, der Verbund, Dezentralität gleichzeitig, Regionalität und eben der halböffentliche Status. Wenn wir uns die Forschung, wir haben uns natürlich vorher die Forschungslage zum Sparkassenwesen angeschaut, da war die Argumentation eigentlich immer sehr einfach und sehr mechanistisch, dass man nämlich gesagt hat, naja, wir schauen auf die ordnungspolitische Perspektive und dort war der zentrale regulierende Impuls des Staates, dass eben mit dem Wegfall des Wettbewerbsabkommens 1967 mit dem Wegfall der Zinsverordnung, also der festgelegten Höchst- und Mindestzinsen, sowie mit dem Wegfall der Bedürfnisprüfung 1958 dann der Weg geebnet ist für mehr Marketing bzw. Werbung und Kommunikation. So einfach funktionieren Unternehmen aber nicht auf Anreize, sondern es gibt längerfristige Pfade in den Unternehmen. Und wir müssen als Historiker sehr genau, nicht nur als Historiker, auch als Betriebswirt, ja auf die inneren Prozesse von Unternehmen schauen, nämlich fragen, was sind denn Barrieren, wie schaut die Praxis dieses Anpassungsprozesses letztendlich aus, und damit wir dann tatsächlich auch schauen können auf einer Mikroebene, wie Entscheidungsprozesse letztendlich ablaufen. Das haben wir getan. Und ich möchte Ihnen jetzt nur im Folgenden die wichtigsten Befunde so ein wenig als Phasenablauf zeigen. Wir finden eine erste Phase in den 1950er Jahren, in dem es erstmal darum ging, auch in-house Werbung für die Werbung zu machen, eben um gegen die werbeskeptische Sparkassenbasis ein Mehr an Außenkommunikation letztendlich durchzusetzen. Wir haben da, auch Herr Schmitz hat es eben nochmal betont, zunächst schon in den 50er Jahren eine wichtige Rolle des Verbundes. Rechts sehen Sie eine Tabelle, die zentrale Ebene, der Deutsche Sparkassen- und Giroverband spielte eine zentrale Rolle, dann natürlich auch der Deutsche Sparkassenverlag, der mit mehreren, die Sie hier aufgeführt sehen, institutionellen überregionalen Ausschüssen
eben versucht, die Idee der Vertriebsförderung auf einer anderen Ebene schon vor den ordnungspolitischen Neuregulierungen anzustoßen. Weil die Beobachtung ist, dass gerade eben auf regionaler Ebene, auf der Ebene der Einzelinstitute, wenn überhaupt, es nur sehr punktuelle und unsystematische Initiativen gibt. Eine Schätzung lautet, dass über 50% der Sparkassen in den 50er Jahren noch überhaupt gar keine Werbung gemacht haben, sich ganz auf die Beratung konzentriert haben und eben auf die Verbreitung des klassischen Spargedankens. Wir haben also über diese zentralen Institutionen dann den Versuch, in die Sparkasseninstitute hineinzuwirken, durch zentrale den Werbedienst, also durch regelmäßige Veröffentlichung, durch Sparkassenmitteilung, auch beginnt schon vorsichtig in dieser ersten Phase, beginnen Personalschulungen und Tagungen, die zum Beispiel mit Schulvertretern, also noch ganz anhängend an den volkspädagogischen Sinn des Sparens, mit sparpolitischen Tagungen dann organisiert werden, die gleichzeitig aber auch schon immer die Idee einer Wahrnehmungsbildung im Hintergrund haben und immer verbunden sind mit den Empfehlungen des DSGV und des DSV, überhaupt Werbeleiter auf der regionalen Ebene einzustellen. Dies also als erste Phase. Die zweite Phase haben wir oder habe ich jetzt in der Präsentation überschrieben mit Marketing ist Werbung, also reine Vertriebsförderung. Das ohne diesen erweiterten Begriff, den wir heute, wenn wir Marketing hören, über Produkt, Kommunikation, Preis und so weiter im Kopf haben. Das heißt, die Sparkassenorganisation hängt sich noch sehr stark an den tradierten Erziehungsaufsatz, Auftrag. Es kommt zu einzelnen Ansätzen eine erste Vereinheitlichung des Sparkassen-S beziehungsweise der Hinweis darauf, dass man es bitte für die Werbung auch nutzen sollte und dann auch schon die Einführung des bis heute ja so erfolgreichen Claims, wenn es um Geld geht, Sparkasse auch wieder letztendlich von der Zentrale. Was die Produkte angeht, die ja ein wichtiges Kommunikat letztendlich sind, sehen wir vorsichtige Bewegungen hin auf die differenzierte Gesellschaft. Wir sehen ein vorsichtiges Umschwenken in der Werbekommunikation eben von dem langfristigen Vorsorgesparen, das Herr Schulz schon angesprochen hat, hin zum kurzfristigen Konsumsparen. Und erste Produkte, die sich eben auch auf eine immer differenzierendere Gesellschaft bezieht, nämlich auf spezifische Momente im Leben des Kunden, das Reisesparen, Heiratssparen, Junghandwerkersparen. Also hier sehen Sie schon eine erste Zielgruppentypisierung, aber noch sehr, sehr vorsichtig eben auch Werbung für ein breiteres Portfolio hin in die Kreditprodukte. Da gab es Möbelspar- und Kredithilfen zum Beispiel, die in den beginnenden 1960er Jahren partiell aufgenommen wurden, aber immer mit dem Hinweis darauf, dass Kreditgebung dann aber ja auch irgendwas mit vorsorglichem Sparen zu tun hat. Also noch sehr vorsichtig. Und dann kommen wir letztendlich zu der Umschwungphase. Und die hat natürlich Impulse aus der ordnungspolitischen Liberalisierung, die dann aber schon aufhängt an dem Verständnis eben der zentralen Organisation oder der Verbundorganisation und jetzt eben mit einer Feststellung, dass man Defizite in der Kommunikation und Information über den Markt hat, ganz neu auf ein Marketingmanagement ausgerichtet wird. Sie sehen hier ein Zitat von 1969 von Ludwig Ponin, der schreibt, die praktische Sparkassenpolitik ist nun marktorientiert. Für unsere Arbeit bedeutet das, dass die konsequente Vollendung des Umdenkens von der betrieblichen Ausrichtung am Markt, also auf die Wünsche, die der Kunde hegt und die Anforderungen, die er stellt. Wir werden nicht nur systematische Marktuntersuchungen statt punktuelle anstellen, auch die Entwicklung einer eigenen Marktstrategie gehört dazu. Und die Aktionen und Reaktionen, auch da sehen Sie wieder diese Wahrnehmung als Kommunikation, vorauszuplanen und die Kundenbedürfnisse durch marktkonformes Verhalten, also Anpassung, zu befriedigen. Zu dieser Marktstrategie
gehört auch, Sparkassen konzeptgerechte Kundenwünsche zu wecken. Also hier tatsächlich der Aufruf zu mehr Werbung und zu einer Marketingorientierung in der Strategiebildung. Und die Marktforschung ist tatsächlich dann ein ganz zentraler Punkt quasi für den Umbau des Denkens. Denn wir finden in den 50er, 60er Jahren sehr punktuelle Marktforschungsansätze, sodass der Kunde letztendlich, wenn es nicht um den persönlichen Berater geht, für die Gesamtorganisation oder schon außerhalb der persönlichen Beziehung letztendlich eine Blackbox bleibt. Es gibt einzelne quantitative Untersuchungen, wo mal die Beruf und Herkunft und Einkommen erhoben wird, aber ansonsten sehr wenig, nur auf qualitativer Ebene. Und dann wird eingestiegen in die psychologische Konsumenten- und Imageforschung. Marketing wird dann zur Kundenorientierung an Marktforschungsergebnissen ausgerichtet. Ganz zentral ist hier die Decision-Oriented Research, die 1971 eingeführt wird. Das heißt, umfragebasierte Marktforschung, aus denen dann Kundentypen gebildet werden, die Sie hier auch in der Tabelle aufgeführt werden, die dann gezielt beworben, bearbeitet und beraten werden sollen. Also diese Umstellung als zentrales Element, die sich dann eben tatsächlich in der Integrierung von des gesamten Marketinggedankens wiederfindet, in der Stärkung des Corporate Designs, zur Stärkung des Markenimages, in der, wir haben es im Titelbild gesehen, Abschneiden der alten Zöpfe quasi vom Sparkassen-S und die Modernisierung durch den Designer Otto Eicher 1972. Und das sehen Sie auch rechts in der Ausrichtung der Werbekampagnen, wenn Sie unter Werbeziele letztendlich gucken. Es geht immer um Imageverbesserung und letztendlich Stärkung der Bindung zum Kunden. Es werden dann konkrete Motiv- und Streupläne, also strategische Elemente der Unternehmensplanung eingebaut, Marketingplanmappen an die regionalen Institute weitergegeben und dann finden wir uns in der Phase der Differenzierung des Produktportfolios eben durch mehrere Elemente, die auch von den regionalen Instituten als Impulse reinkommen und sehr, sehr stark dann eben auf Lifestyle und die Lebenswirklichkeit der Kunden orientiert sind. Ziehen wir also ein Fazit, so sehen wir schon diesen stärker evolutorischen Charakter der Marketing-Implementierung, wo der Verbund eine zentrale Anpassungsrolle übernimmt, indem er die mentalen Barrieren relativ frühzeitig aus dem Weg zu räumen versucht und immer wieder Ansätze an die dezentralen Sparkasseninstitutionen vermittelt. Und damit versucht diese Ungleichzeitigkeit zwischen Zentralorganisation und der zögernden Regionalbasis auszugleichen. Wir finden einen enormen Professionalisierungsprozess durch Schulungen und Ähnliches, die dann Marketing tatsächlich als unternehmenshistorische Sozialtechnik bei den Sparkassen etabliert. Und ich glaube, wenn wir ein Gesamtfazit, das passt auch sehr gut zu dem, was Herr Schulz gesagt hat, ziehen, dann ist diese Einführung von Marketing als ein integriertes System von einer Unternehmensführung vom Kunden aus eben einer der zentralen Elemente, die die Neuentwicklung hin zu den Universalbanken flankiert hat und aus der, das sehen Sie in der Grafik, eben Marketing nicht mehr nur reine Absatzförderung ist, sondern am Beginn letztendlich der unternehmerischen Strategiebildung steht, sich zunächst Gedanken über den Kunden zu machen. Vielen Dank, das war meine kurze Vorstellung und ich gebe zurück an Herrn Schmidt. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war eine sehr interessante Präsentation. Zum Schluss wurde deutlich, dass Marketing mehr ist als Werbung. Ich weiß nicht, wo das aufhört. Irgendwann, als ich ein Student und dann Doktorand war, hieß es, Marketing ist was ganz anderes als Werbung und sehr viel mehr ein New Mindset der Unternehmensführung. Das haben Sie jetzt nicht so sehr gesagt, aber Sie haben angedeutet, dass sich das als Entwicklung abgezeichnet hat. Es wäre interessant, auch über die nächsten 20 Jahre, also die 90er Jahre und die ersten Jahre des
neuen Jahrhunderts zu gucken. Hat sich die Einstellung der Unternehmensleiter in den Sparkassen und die Ausrichtung der Unternehmenspolitik im Sinne dieser Marketingorientierung entwickelt? Und parallel dazu, wie ist das eigentlich im Vergleich zu der Durchdringung der Geschäftstätigkeit durch Marketingüberlegungen in anderen Banken, zumal in den großen Filialbanken? Ja, soll ich da jetzt gleich kurz ja, was vielleicht sagen? Ganz kurz, ja. Sehr, sehr gerne. Also wir sehen natürlich eine immer stärkere Etablierung auch in den 90er und 2000er Jahren. Also diese Ausrichtung an Kommunikation ist etwas, was ganz zentral ist, auch für die Sparkassen. Und Sie sehen das auch in der Besetzung der Führungspositionen sehr stark. Das heißt, wer kommt innerhalb der Organisation, auch innerhalb der Regionalinstitute letztendlich dazu, Entscheidungsträger zu werden? Und das sind ganz oft, früher hat man gesagt, die Vertriebsleute, die jetzt die Marketingleute sind, weil man eben auch aus Projektgruppen und Ähnliches versucht, dann in den 1990er Jahren eben durch gemeinsames Arbeiten, ja, auf der Basis von Marktinformationen dann Strategien zu entwickeln, die dann eben tatsächlich auch umgesetzt werden. Also wir finden es auf der personellen Ebene, wir finden es in der Organisation von Entscheidungsprozessen, in Projektgruppen und Teams und Ähnliches. Also sehr, sehr stark nochmal vorgeführt, diesen Gedanken, den ich jetzt nur andeuten konnte. Vielleicht nur ein Satz zu der Durchdringung. Die Sparkasse ist gar nicht so spät. Am Anfang haben wir immer gesagt, Sparkasse ist eigentlich ein Nachzügler wegen dieser Bankskepsis. Wenn wir uns die Privatbanken anschauen, so finden wir bei den Sparkassen eigentlich sogar in den 50er Jahren durch diese Zentralorganisation recht frühe Ansätze. Mehr Werbung und eben auch eine organisierte Werbung zu machen. Also ansonsten läuft das dann seit den 1970er Jahren relativ stark parallel, weil dieses Paradigma sich dann zentral durchgesetzt hat. Aber die Sparkasse ist kein Nachzügler, aber auch kein Vorreiter. Ganz herzlichen Dank. Das war mir eine sehr wertvolle Ergänzung, die sich mir aufgedrängt hat, als ich Ihr interessantes Kapitel in dem Buch gelesen habe. Es gibt also gleich den nächsten Aufsatz zu schreiben, sozusagen Marketing in einem weiteren Sinne und vergleichend mit anderen Institutionen. Nochmal ganz herzlichen Dank. Der nächste unserer Redner ist Herr Professor Boris Gehlen. Herr Gehlen ist seit 2021 Professor für Unternehmensgeschichte an der Universität Stuttgart. Der hat sich insbesondere mit Unternehmergeschichte, Unternehmensgeschichte, Börsen-, Banken- und Finanzmarktgeschichte beschäftigt und hat dazu auch sehr, sehr ausführlich geforscht und eben auch publiziert. Ich bitte Sie, Herr Gehlen, Sie sind dran. Ja, mein Thema resultiert eigentlich auch aus einer Beschäftigung mit einer Diskussion, die insbesondere in der Geschichtswissenschaft breit diskutiert wird, nämlich über den Charakter eigentlich der 70er Jahre als Scharnierjahrzehnt zwischen der alten Bundesrepublik und einer, ja, als dem Beginn der Gegenwart, die aber häufig in diesen geschichtswissenschaftlichen Debatten in meist auch begrifflicher Unklarheit, häufig hinter Großbegriffen wie Vermarktlichung, Neoliberalismus, Deregulierung, das wird dann alles in einen Topf geworfen, begriffen wird und gewissermaßen so ein linearer Prozess gezeichnet wird, dass es so ein liberales Elitenprojekt gegeben habe, die dann dazu geführt hat, dass der Markt heute alles regeln muss. Also eine sehr teleologische Sichtweise, gegen die ich dann auch gegenargumentieren würde und versucht habe, in diesem Beitrag eben darzustellen, die Interdependenzen zwischen Prozessen, Marktprozessen und Regulierungsansätzen entsprechend herauszuarbeiten. Und da war die Internationalisierung ein willkommener Ansatzpunkt, um das zu tun. Und das werde ich im Folgenden dann kurz vorstellen. Denn wie wir wissen, sind Geld-, Kredit- und Kapitalmärkte heutzutage im Wesentlichen globale Märkte, für die auch globale Regulierungsstandards gelten. Aber davon konnte in den 1960er Jahren
ganz gewiss noch keine Rede sein. Und erst seitdem, Herr Schulz hat es ja auch angedeutet, wandelten sich die Märkte durch nationale und internationale Deregulierungen in den 1950er und 1960er Jahren. Ingo Köhler hat das auch angesprochen. Und aus eben solchen Reregulierungen seit den 1970er Jahren nachhaltig. Dabei verschoben sich aber die institutionellen Zuständigkeiten tendenziell weg von einer nationalstaatlichen Regulierung auf eine europäische und oder eine informell supranationale Ebene als Form von einer Selbstregulierung, wenn man das so formulieren will. Und diese Regulierungsdesigns bestanden eine Zeit lang parallel, widersprachen sich inhaltlich und die Sparkassen wurden so in einen Regulierungsdiskurs hineingezogen, an dessen Ende eine Marktordnung stand, die sie vielleicht nicht gewollt, aber eben akzeptiert haben. Sparkassen sind dem Wesen nach zwar keine internationalen Finanzmarktakteure, aber in gewisser Hinsicht wurden sie in unserem Zeitraum dazu. Denn obwohl das Regionalprinzip die Geschäftstätigkeit von Sparkassen räumlich begrenzte, boten öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, also hier auch wieder im Verbund, ihren Kunden Zugang zu den globalen Märkten, das heißt in der Regel über die Kooperation mit den Landesbanken und auch und vor allem der DEKA. Und im Folgenden möchte ich eben kurz die Entwicklung des Auslandsgeschäfts und den Übergang von der nationalen Regulierung auf eine internationale Regelsetzung in drei Schritten erklären. Erst beschreibe ich als Ausgangspunkt das bundesdeutsche Regulierungsregime, in einer Kürze natürlich. Anschließend Triebkräfte und Auswirkungen des Internationalisierungsprozesses mit Blick auf die Sparkassen selbstverständlich. Und drittens eben die Ansätze zu einer europäischen und eben auch zu einer supranationalen Regulierung seit den 1960er, 70er Jahren. Zum ersten Aspekt. In den 1950er und 1960er Jahren existierte eine Marktordnung, eine Regulierung, eine Marktaufsicht, die unter Führung des Staates die drei großen Institutsgruppen, also die Sparkassenorganisationen, die Genossenschaftsbanken und das private, die privaten Kreditbanken, die Geschäftsbanken, eben gemeinschaftlich dazu brachte, die Wettbewerbsregeln zu setzen. Ingo Köhler hat von einem Kartell gesprochen, könnte auch von Kooperatismus sprechen. Ich glaube, das sind ähnliche Phänomene, die hier beschrieben werden. Diese kooperative Regulierung resultierte eben, auch das haben wir schon gehört, aus den 1920er und 30er Jahren, hatte sich aber in der unmittelbaren Nachkriegszeit noch als unmittelbar wichtiges Element des Wiederaufbaus erwiesen, insbesondere im Hinblick auf die Kapitallenkung, etwa eben zur Aufbringung von Mitteln für den Wohnungsbau. Und erst danach, also seit den 1960er Jahren, auch das hat der Schulz eben deutlich gemacht, wurden sukzessive, also auch hier ein Prozess, die registrische und kooperative Steuerungsinstrumente abgebaut und Marktwirtschaft und Wettbewerb hielten somit erst verspätet Einzug in die Kreditwirtschaft. Die Sparkassen begrüßten diese Deregulierung explizit, erblickten allerdings mit Blick auf den eigenen Verbund, Zitat, das ordnungspolitische Kernproblem darin, ob gemeinnützige Kreditinstitute in der sozialen Marktwirtschaft noch am Platze sind oder ob sie es gerade sind. Die Antwort fiel dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband dabei leicht. Gemeinnützigkeit sei vielleicht, in einem Marktwirtschaftssystem altliberaler Prägung, das allein auf dem individuellen Gewinnstreben aufbaute, obsolet gewesen, habe aber in einer, Klammer auf, neoliberalen, Klammer zu, Ordnung wie der sozialen Marktwirtschaft ihre Berechtigung. Und dieses Argument, nämlich öffentlich-rechtliche Kreditinstitute übernehmen eine ordnungspolitisch wichtige, erwünschte und notwendige Marktkorrekturfunktion, prägte den Regulierungsdiskurs nicht nur aus Sicht der Sparkassen, sondern in den kreditwirtschaftlichen Debatten über lange Zeit und wurde auch in der Politik rezipiert und akzeptiert. Also weder die Wettbewerbsenquete von 1968 noch die Kommission über die Grundsatzfragen in der Kreditwirtschaft von 1974 veränderten die Marktordnung und bestätigten daher explizit auch die Marktkorrekturfunktion öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute. Bis in die 1980er Jahre hinein intensivierte sich der Wettbewerb zwischen Institutsgruppen zwar,
war aber durchaus noch von einem kooperativen Konsens geprägt, der auch durch die umsichtige Marktaufsicht des Bundesaufsichtsamts für das Kreditwesen gestützt wurde. Um das Kreditwesen zu regulieren, legte das BaKred grundsätzlich das Eigenkapital zugrunde, berücksichtigte jedoch Eigenheiten der Institutsgruppen. Art und Umfang des Aktivgeschäfts hingen daher von der Höhe des vom BaKred anerkannten Eigenkapitals ab. Und das Bundesaufsichtsamt zählte zum Beispiel langfristige Darlehen, die durch Pfandbriefe oder aber Schuldverschreibungen, also auch Schuldverschreibungen der öffentlichen Hand, abgesichert waren, eben nicht zu den risikoreichen Aktiva, sondern erkannte sie informell als Eigenkapital an. Lag beispielsweise die allgemeine Eigenkapitalquote bei den Landesbanken 1978 bei 2,3%, bei den Sparkassen bei 3,3%, ergaben sich unter Berücksichtigung dieser risikolosen Aktiva, also der Pfandbriefe und der Schuldverschreibung, Quoten von 7,3 für die Landesbanken bzw. 7,8% Eigenkapitalquote. Und diese Quoten lagen deutlich höher als im privaten Bankgewerbe, sodass hier auch regulatorisch keine Sonderstellung der Sparkassen konstatiert werden konnte. Nun wollten die Landesbanken und die Sparkassen aus naheliegenden Gründen, dass die Gewährträger, also dass genau diese Form der Anrechnung von risikolosen Aktiva, etwa auch in Form von Gewährträgerhaftung und Anstaltslast, eben auch formal als Eigenkapital angerechnet werden konnten. Aber da zierte sich das Bundesaufsichtsamt doch vehement und wollte diese Sonderstellung der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute nicht verrechtlichen, sondern weiterhin nur informell anerkennen. Das war in nationaler Perspektive auch überhaupt kein Problem für den Sparkassenverbund, da die Marktregulierung im Wesentlichen wettbewerbsneutral erfolgte. Das heißt, keine Institutsgruppe wurde bis in die 1970er, 1980er Jahre erkennbar durch die Regulierung bevorzugt oder benachteiligt. Und das wurde eigentlich auch in den Institutsgruppen so gesehen. Die Internationalisierung der Märkte veränderte jedoch langfristig auch die Handlungsfähigkeit des Bundesaufsichtsamts für das Kreditwesen und damit eben auch die Regulierungsgrundlage. Damit zum zweiten Punkt, dem Auslandsgeschäft. Die Dynamik des Auslandsgeschäfts war vor allem seit Beginn der 1970er Jahre kaum zu übersehen. Die Wachstumsraten im Auslandsgeschäft der Sparkassen lag seit Beginn der statistischen Erfassung 1972 im zweistelligen Bereich und betrug 1980 sogar über 40% Wachstum. Zu den Akteuren der internationalen Finanzmärkte avancierten die Sparkassen selbst, aber nicht. Im Kreditgeschäft begründete eben die Anknüpfungstheorie die Internationalisierung. Nach ihr war beispielsweise ein Auslandskredit rechtlich dann zulässig, wenn er auf eine bestehende Kundenverbindung basierte oder aber der regionalen Wirtschaft bzw. der Versorgung der Bevölkerung vor Ort diente. Diese Rückbindung an die Wirtschaft und die Sozialstruktur des Gewährträgergebiets, eine Spielart des öffentlichen Auftrags, erklärt im Wesentlichen, warum die Sparkassenorganisation im Auslandskreditgeschäft geringere Marktanteile aufwies als im Inlandskreditgeschäft. Während sie, das sieht man in der Tabelle, seit den späten 1960er Jahren meist ein Fünftel bis ein Viertel der Auslandskredite deutscher Banken verantworteten, waren es bei den Inlandskrediten meist mehr als die Hälfte. Die Landesbanken hingegen unterlagen geringeren rechtlichen Beschränkungen und besaßen auch ein hinreichend großes Bilanzvolumen. Sie, besonders hier die WestLB und die BayernLB, waren zu Beginn der 1970er Jahre bereits gewichtige internationale Marktakteure und waren auch in den Euro-Dollar-Märkten präsent. Diese Euro-Dollar-Märkte waren unregulierte Offshore-Märkte, anfangs ein reiner Geldmarkt, später eben Kredit- und Kreditmärkte, entwickelten sich eben in den 1960er Jahren zu einem Kapitalmarkt, auf dem Euro-Bonds, in der Regel Dollar-Anleihen europäischer Anbieter, emittiert worden und war in London eben ansässig. Diese Entstehung der Euro-Dollar-Märkte ist für unser Thema deshalb wichtig, weil sie zeigt, dass sich nationale Regulierungen leicht umgehen ließen, sobald realwirtschaftlich grenzüberschreitende Transaktionen an Bedeutung zunahmen und zugleich dereguliert wurde, also Restriktionen gelockert wurden.
Weil die meisten Transaktionen in US-Währung abgerechnet wurden, stieg mit größerer Exporttätigkeit auch dieses Transaktionsvolumen an. Und das war auch primär der Grund, warum deutsche Großbanken und die Sparkassenorganisationen sich im Euro-Dollar-Markt engagierten. Sie stellten ihrer industriellen Kundschaft Valuta und später Kredite zur Verfügung, die dort eben günstiger, aufgrund der günstigeren Transaktionskosten, zu besorgen waren als in der Bundesrepublik. Und 1976 belief sich der Umsatz in Eurobonds alleine der WestLB bereits auf knapp 1,5 Milliarden D-Mark. Und die WestLB rangierte damit in diesen Euro-Dollar-Märkten auf Rang 7 aller Emittenten, war also eines der prägenden Geldinstitute in diesen internationalen Märkten. Jedoch, die Kehrseite dieser Euro-Dollar-Märkte war, dass sich seit den 1970er Jahren an den internationalen oder an den globalen Finanzplätzen wie New York und London vor allem eine Neuorientierung beobachten ließ. Die dortigen Finanzmarktakteure, insbesondere die Börsen, waren bestrebt, das zunehmende internationale Wertpapiergeschäft in geordnete Bahnen zu lenken, also zu Re-Regulierung, neue Regeln zu erlassen. Andererseits den eigenen Finanzplatz attraktiver zu machen, indem sie den Kosten für den Wertpapierhandel senken und ausländische Anbieter und Wertpapiere zum Handel zuließen. Also sie haben eben gelernt aus der Struktur der Euro-Dollar-Märkte, dass diese günstigen Transaktionskosten Handel anziehen. Eine Erkenntnis, die nicht wirklich überrascht, aber sie haben die Konsequenz daraus gezogen und den Finanzplatz entsprechend gestärkt. Und ein weiteres Beispiel ist in diesem Zusammenhang in Luxemburg, dass sich weniger auf die Kapitalmärkte, sondern stärker auf die Banken als Zielgruppe fokussierte und die Zulassungspolitik liberalisierte. Die Deutsche Girozentrale gründete bereits 1969 in Luxemburg eine erste Tochtergesellschaft. Die Landesbanken folgten dann in den 1970er Jahren. 1978 lag der Marktanteil des öffentlich-rechtlichen Bankwesens in Luxemburg, also im luxemburgischen Markt, bei 17% der aller deutschen Banken bei einem Drittel. In der Regulierungsperspektive änderte sich dadurch erst einmal nichts, da man sich informell mit dem Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen abstimmte, über die Transaktionen in Luxemburg informell zu berichten. Also es gab keine verpflichtende Berichterstattung, wohl aber eine informelle Absprache, also noch als Bestandteil eines konsensualen kooperativen Regulierungsdesigns. Diese Entwicklung, also die Internationalisierung, veränderte jedoch die Wettbewerbsbedingungen und erforderte eben langfristig neue und das heißt internationale bzw. globale Regeln, da sich, und das zeigte eben besonders der Zusammenbruch der Heerstadtbank 1974 deutlich, nationalstaatliche Regulierung allmählich als deutlich zu eng erwies. Und seit Ende der 1960er Jahre, Beginn der 1970er Jahre, beeinflussten sich daher die nationalen Traditionen, nationale Vorstellungen, europäische, also die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und die europäischen Integrationsschritte spielen hier eine wichtige Rolle, sowie auch die informell selbstregulierenden Normsetzungen, wie sie insbesondere im Basler Ausschuss diskutiert wurden, im wechselseitig. Sie konkurrierten miteinander und widersprachen sich eben bisweilen. Frühzeitig zeigte sich dabei jedoch, dass für die internationale Regulierung eben weiterhin Eigenkapitalnormen den Ansatzpunkt bilden würden. Also sowohl der Basler Ausschuss bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, als auch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hatten sich zum Ziel gesetzt, die Transparenz von Banken zu erhöhen, die Bilanzen vergleichbar zu machen und bestenfalls einheitliche Bilanzierungs- und Regulierungsnormen zu implementieren. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war sehr früh dran. 1972 scheiterte jedoch aufgrund nationaler Bedenken. Und so wurde das Bankenrecht auf europäischer Ebene zunächst einmal nicht neu geregelt. Und diese europäische Normsetzung war das, was die Sparkassen eigentlich wollten, um eben Einfluss auch auf den Gestaltungsprozess nehmen zu können. Stattdessen wurde aber der Basler Ausschuss zum Motor der Standardisierung und damit eben ein Gremium, in dem eher britische und US-amerikanische Vorstellungen größeres Gewicht besaßen. Also während deutsche Banken und vor allem auch Sparkassen in den EG-Staaten noch Positionspapiere schrieben, über Kompromisse sondierten, verständigten sich die USA und Großbritannien 1987 eben bilateral auf Bilanzierungsstandards, denen letztlich alle Kreditinstitute, die in diesen Märkten tätig sein wollten, eben nolens volens folgen mussten.
Und das galt so ähnlich eben auch für die Eigenkapitalvorschriften des Basler Ausschusses, Basel I 1989, die eben auch aus ähnlichen Gründen der gleichen Wettbewerbsbedingungen von den meisten europäischen Volkswirtschaften umgehend implementiert wurden. Und für die Sparkassen und Landesbanken war beides problematisch, da zum einen die Basler Eigenkapitalbestimmungen hinter die strikteren bundesdeutschen Normen zurückfielen und zum anderen die neuen Bilanzierungsnormen anders als in der Bundesrepublik, und das ist der entscheidende Punkt, Forderungen gegen die öffentliche Hand nicht per se als risikolos einstuften. Also im nationalen Rahmen galt ein Großteil des Aktivgeschäfts von Sparkassen und Landesbanken weiterhin als risikolos, im internationalen Maßstab fortan als risikobehaftet. Und es wurde daher immer deutlicher, dass die herkömmlichen Normen und Strukturen der bundesdeutschen Kreditwirtschaft, vor allem das starke öffentliche rechtliche Bankwesen, international einen Sonderfall darstellten. Und es wurde letztlich interessenpolitisch zu einem großen Problem. Denn auf europäischer Ebene kritisierte zwar niemand mehr diese deutsche Struktur, aber es fand sich auch niemand, der bereit war, sich für die auch vom DSGV und von Herrn Geiger präferierte Insellösung zu verwenden, also eine Ausnahmeregelung der Besonderheit des deutschen Kreditwesens und insbesondere des öffentlichen Kreditwesens in Deutschland Rechnung trug, beizustimmen. Und so kam es zu den bekannten durch europäische Normsetzungen eben Veränderungen in der Struktur des deutschen Sparkassenwesens und insbesondere in Bezug auf die Landesbanken. Und zwangsläufig, damit ein kurzes Fazit, waren diese Entwicklungen beileibe nicht. Sie waren auch in dieser Form von den Sparkassen nicht gewollt, die aus guten Gründen von ihrer historischen Organisationsform überzeugt waren. Dennoch befürworteten Sparkassen und Landesbanken seit den 1950er Jahren sowohl die europäische Integration als auch die globale Integration der Finanzmärkte. Sie hatten daran ein geschäftliches Interesse, agierten aber doch vor allem als Intermediäre ihrer exportierenden Firmen und ihrer reisefreudigen Privatkunden, für die grenzüberschreitende Transaktionen immer bedeutender wurden. Für eine Güter- und kapitalexportierende Volkswirtschaft wie die Bundesrepublik war eine integrationsfreundliche, globalisierungsfreundliche Perspektive politökonomisch fraglos rational. Freilich ließen sich die nationalen Regulierungsmuster gerade im Bankwesen nicht in gleichem Maße internationalisieren. Angesichts der zahlreichen Besonderheiten des bundesdeutschen Kreditwesens ging mit der Internationalisierung und der Europäisierung ein politischer Steuerungsverlust einher. Im Ergebnis trat an die Stelle der nationalstaatlichen eine supranationale Regulierung, Selbstregulierung, in der angloamerikanische Vorstellungen eine große Rolle spielten. Sie hatten sich in Aushandlungsprozessen, teils auch durch Marktmacht begünstigte Aushandlungsprozesse, durchgesetzt, wurden aber, wenngleich widerstrebend, auch von Sparkassen und Landesbanken akzeptiert. Und wenn man so will, war das problematische und in Teilen faktisch abträgliche neue Regulierungsdesign aus Sparkassensicht der Preis, der für die erwünschte und geschäftspolitisch notwendige Internationalisierung gezahlt werden musste. Herzlichen Dank. Umgekehrt Ihnen ganz herzlichen Dank. Das war sehr interessant. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis, nämlich als ich das Buch in die Hand bekam, habe ich zuerst einmal Ihr Kapitel gelesen, weil ich seit 15, vielleicht sogar seit 20 Jahren Vorlesungen über International Banking halte. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist Internationalität? Was ist zunehmende Internationalität, also zunehmende Internationalisierung? Und die relevanten Maße sind nicht nur die leicht erfassbaren Dinge, wie sie die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in ihren Statistiken erfasst, also Fremdwährungsgeschäfte oder Kredite im Ausland oder Geschäfte von ausländischen Filialen oder so, sondern im weiteren Sinne auch das Betroffensein von internationalen Regulierungsentwicklungen. Und das sehen Sie auch jetzt wieder dankenswerterweise sehr deutlich und klar hervorgehoben. Und es gibt noch etwas Zweites. Es gibt auch die Abhängigkeit von internationalen intellektuellen, wissenschaftlich-politischen Moden. Und das ist für die Sparkassenorganisation natürlich überaus wichtig. Man denke an das, was so nach dem Jahr 2000
veröffentlicht worden ist von Laporta und seinen drei Mitautoren, The Gang of Four, wie es immer heißt, wo öffentliche Banken als anachronistisch, als Hort der Korruption und als Hort der Ineffizienz aufgeführt werden. Und die haben, das weiß ich von etwa von Herrn Schackmann-Fallis vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband, die haben den Sparkassen enorme Probleme bereitet, weil gegen diese vielfach verbreiteten Vorurteile, nämlich öffentliche Banken seien anachronistisch und in einer Marktwirtschaft fehl am Platz, weil dagegen in der öffentlichen Wahrnehmung kaum anzukommen ist. Eine weitere ergänzende Bemerkung, eine Sache hat mir gefehlt, aber natürlich eine sehr subjektive Sache. Ich hatte, als ich viel jünger war, mit Herrn Dr. Geiger viel zu tun. Der förderte die internationale Verbreitung des Sparkassenwesens. Und damals ging es als erstes um die Schaffung eines Sparkassensystems in Peru. Und daraus ist sehr viel mehr geworden, die durchaus wichtige Stiftung für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, die jetzt ihren Sitz in Bonn hat. Ich muss auf die Uhr schauen, aber ich muss nicht nur auf die Uhr schauen, ich schaue auch auf die Questions and Answer Information und ich sehe, es gibt keine offenen Fragen und deswegen habe ich nur noch eine letzte Frage, wer immer sie beantworten will, nämlich: Glauben Sie, dass noch mehr Kooperation mit Ökonomen Ihrem jeweiligen Thema und dem jeweiligen Buch, dem ganzen Buch besser getan hätten? Das frage ich natürlich auch etwas pro domo. Wenn ich das beantworten darf, die Kooperation mit Ökonomen, lieber Herr Schmidt, ist immer gewinnbringend, angenehm und wir streben auch immer danach. Wir haben in diesem Fall, glaube ich, nur Herrn Paul aus Bochum dabei gehabt, von den Fachökonomen. Ja. Unser Problem bei den Ökonomen ist, dass die sich so herzlich wenig für Geschichte interessieren. Ich glaube, Sie sind auch eine der wenigen rühmlichen Ausnahmen. Aber ansonsten ist eigentlich alles, was so älter als 30 Jahre ist, wo es für den Historiker anfängt, interessant zu werden, für Ökonomen kalter Kaffee. Wohingegen wir uns ja so von Fachswegen her von Themen meist fernhalten, die jünger als 30 Jahre sind, weil bei uns die Auswertung des ungedruckten Materials, des Archivmaterials sozusagen zum Essentiellen gehört. Und das ist in der Regel 30 Jahre gesperrt, sodass wir diesseits der 30-Jahres-Grenze eigentlich nur in einer Art wie Ökonomen, nicht wie Ökonomen, Entschuldigung, das war jetzt ein freudscher Versprecher, tut mir leid, wie Journalisten arbeiten können, nämlich gedrucktes Material oder Befragungen oder eben, also Jahrbücher und Verlautbarungen und Befragungen haben, sodass es da so gewisse Probleme gibt. Nur wir ergänzen einander uns gerne, Sie wissen, Wirtschaft ist ein Brückenfach zwischen der Geschichte und der Ökonomie. Und da die interdisziplinäre Kooperation im Moment wirklich so starke Aufmerksamkeit findet, können wir uns eigentlich nichts Schöneres wünschen, als mehr Interesse bei den Historikern auch an der Vergangenheit, und zwar nicht nur an langen Reihen, also nicht nur an der Auswertung von großen Zahlenkorpora, sondern an einer mehr umfassenden Perspektive, die eben auch Lebenswirklichkeit und die Multidimensionalität des Geschehens in den Blick nimmt. Also, Sie sind herzlich willkommen. Heißen Sie auch uns herzlich willkommen. Dankeschön, sehr schön. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke allen Zuhörern. Ich habe mich sehr gefreut über das große Interesse. Ich danke Ihnen, Herr Kollege Schulz, Herr Köhler, Herr Gehlen, ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Und mit vielen Dank auch an Sie, lieber Herr Schmidt. Vielen herzlichen Dank und an die Teilnehmer und Teilnehmer auch natürlich. Danke. Danke auch von unserer Seite oder meiner Seite.